Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Elternfreuden. Und ich entschuldige mich nochmal, dass ich mich im letzten quasi, vorletzten und letzten nicht verabschiedet habe und nicht begrüßt habe. Aber da war der eine Part so lang geworden, dass ich mich entschlossen hatte, den einfach in zwei Teile zu teilen. Weil, ja, das sprengt hier sonst wirklich den Rahmen bei mir. Aber ich habe so die Zeit vergessen gehabt. Nun gut, weiter geht's. Was haben wir denn gehabt? Ja, wir hatten ein Familienfrühstück mal zufälligerweise, als sich alle fertig gemacht haben für den Tag, den neuen. Fiona ist auf Arbeit und Stefan ist auf Arbeit und Steffen sollte eigentlich hier Spiele spielen. Aber wie ich gesehen habe, ist der PC kaputt gegangen, deswegen kann er sich jetzt mal um seinen Neffen kümmern. Während Donika sich um den Garten kümmert. Mir ist nämlich am Schluss noch eingefallen, nicht nur Erdbeeren zu essen, sondern sie vielleicht auch mal anzupflanzen. Ja, was hat sie? Sie ist nämlich jetzt schwanger im zweiten Trimester, genau. Ja, wer weiß, drittes Trimester kommt schon in 12 Stunden. Na, wenn ich so weitermache beim Spielen, die Zeit vergesse, kriegen wir wirklich das Baby noch. Das war okay. Ja, die Erdbeeren haben scheinbar lecker geschmeckt und sie wird geliebt, ja. Sich um ein Kleinkind kümmern zu dürfen, ist Belohnung genug. Ja, das ist doch mal eine Aussage, oder? Sie ist schon wieder hungrig, ja. Und Kira ist gerade hier mit der Gitarre unterwegs. Das kann sie jetzt aber mal aufhören. Die sollte noch mal was putzen und so und was backen. Genau, backen sind wir. Und den lieben Tobias haben wir noch mal angeln geschickt. Und wir gucken jetzt mal, was hier oben abgeht. Genau. Dann zeig ich mal. Ach Gott, nee, ich und die Zeit. Wenn ich hier am Spielen bin, ich versinke so dermaßen. Ja, Uhren interessieren mich ja dann gar nicht mehr, ne? Und dann gucke ich auf die Uhr und denke, Hilfe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, ja, ihr übt mal genau Formen studieren. Und da der gute Mann gerade da ist, habe ich gesagt, kann er ja mal ein bisschen helfen, ne? Ein neuer Fisch wurde gefangen. Ja, super. Sehr schön. Wir haben einen neuen Fisch gefangen. Und hat einen großartigen Fang, ein Barsch. Sehr hübsch. Ach ja, wir können auch die Fische dann mal in den Kühlschrank stecken. Dann können wir vielleicht mal wieder was Fischiges kochen. Ja, ach, das ist schön. Und unserem Kleinen geht's richtig gut, ne? Ja, dem geht's bestens. Okay, ja, irgendwie will er gerade wieder nicht so lernen. Aber ich habe ja gesagt, mit dem Altern, das mache ich erst, wenn hier möglichst alles voll ist. Ich möchte gern dieses Bonusmerkmal haben. Das heißt, wir müssen jeweils noch ein Level hinkriegen bei Bewegung, beim Denken und bei der Fantasie. Na, die ist ja fast voll. Alles andere haben wir. Und wir haben hier noch 13 Tage Zeit. Wahnsinn. Die Manieren sind schon ein bisschen gestiegen, ja. Der Rest, naja, das wird dann erst, wenn es soweit ist. Also mit Kleinkindern kann man da noch nicht so viel machen, aber Manieren kann man ihnen beibringen. Und wieder ein neuer Fisch, toll. Oh Gott, und du bist wütend, weil, warum? Wahrscheinlich bäh, keine Lust mehr auf Klötzchen. Bauklotztrotz, genau. Okay, was könntest du denn sonst mit dem? Moment mal, der ist doch nicht schwanger. Der könnte doch jetzt den Kleinen mal, kannst du den auch liebevoll umarmen? Ich doch jetzt mal gucken. Liebe ausdrücken. Ja, umarmen, genau. Ich suche, ja, genau, hier, liebevoll umarmen, das machen wir jetzt mal, weil eigentlich soll er ja auch mal spielen. Und da Donika das zwar gerne gemacht hätte, aber gerade nicht kann, weil sie schwanger ist, muss halt der Onkel ran, ne? Wozu hat man denn die Onkels im Haus, wenn die so nichts machen? Ja, komm, lass dich umarmen, mein Kleiner. Oh, das ist so süß. Ich finde das so toll. Ach Gott, und ich fange schon wieder das Schwitzen an. Sprechen, ja, aber du sollst mit ihm spielen. Hatte ich nicht spielen gesagt? Das irritiert mich immer, wenn die 5 Stunden da stehen und nichts tun. Junge, hast du irgendwas anderes gerade vor? Ich weiß nicht. Irgendwie ist es komisch. Hallo, wollen wir spielen? Du sollst ihm jetzt keine Romane erzählen, Mensch. Loben? Nee, spielen. Hier, spiel jetzt mal mit ihm. So. Erziehungslevel 1. Also auch die Onkels können... Wieso Kira? Was hat denn Kira gemacht? Weiß ich nicht.
spielt ihr jetzt mal hier? Hallo? Uhu. Ich möchte, dass gespielt wird. Ja, da haben wir es. Endlich wird gespielt. Huch, hallo, Hilfe, wo bin ich? Ja, yeah, hallo. Ich finde das nämlich so goldig mit den beiden. Ah, das ist schön. Wenn die am Spielen sind. Voll lustig. Yeah. Und da haben wir aber unseren Spaß. So. Dann lassen wir die beiden mal spielen. So, wenn du mit ihm gespielt hast, würde ich sagen... guckst du mal, dass du dein Ding hier repariert kriegst, ne? Weil so können wir ja nicht weitermachen. Eine Festplatte, Teil für die Küche oder was gefangen. Oh, Moment, stopp. Nicht wieder alle querbeet durcheinander. So, was macht Kira eigentlich gerade? Die sitzt hier. Warum sitzt die denn schon wieder da? Egal. Und wo hattest du das mit der Erziehung jetzt her? Ich habe keinen Plan. Ach, sie hat ja die Dinger gebacken. Genau, richtig. Da steht immer noch diese Schüssel. Brotstangen. Alter, leg die doch mal weg, bitte. Und räum doch mal bitte das Ding hier auf. Und dann kannst du mal hier nachdenklich duschen. So. Er ist beschäftigt. Er ist noch am Angeln. Geht's dir gut? Ja, dir geht's gut. Okay. Und Donika, was will Donika machen? Ihren Kleinen da irgendwas, ne? Zuschauen. Ja, zu spät. Das Spielen ist schon rum. Was möchte er denn jetzt? Zu Musik tanzen oder Musik hören? Haben wir hier oben eigentlich Musik? Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Wir haben in unserem Wohnzimmer keine Musikanlage? Was ist das? Hm, müssten wir runtergehen. Oh Gott, dann gehen wir halt runter. Das schadet auch nichts. Obwohl, er ist eigentlich ein bisschen müde. Hm, 16 Uhr schon wieder. Ja, nee, komm. Der darf noch ein bisschen wach bleiben. Um 16 Uhr lege ich den nicht mehr zum Mittagsschläfchen hin. So, dann geh mal hier Kinderkanal anschalten. Und dann willst du den hören. So. Und Donika kommt auch mal hier runter. Genau, die kann mal da hingehen. So. Und dann geht das schon. Ich gucke mal, ob der da oben ordentlich repariert. Ah, der Kleine flitzt schon schön. Das ist wunderbar. Wie viel hattest du noch geschafft, bevor das Ding im Eimer war? Gar nichts! Nichts! Das sieht noch genauso aus wie vorher. Auch Menno. Du musst dich auch mal melden, wenn da was kaputt geht. Oh Mann, ey. Ich fass es nicht. So, wo ist der Kleine? Jonas kommt noch. Okay. Weißt du was? Du kannst auch mal tanzen hier. Tanz doch mal ein bisschen rum. Genau. Jonas kommt. So ist das fein und ja, und du hast repariert. Sehr gut. Dann kannst du jetzt bitte endlich das tun, wofür wir dich hier bezahlen. Spielen. So, auf geht's. Und du hörst. Ja? Und kannst du mal um Tanzhilfe bitten? Warte mal. Mit Donika tanzen, genau. Ja. Genau. Ihr könnt auch schön zusammen tanzen. Ja, guck mal, so macht man das. Genau, und Drehungen. Drehungen sind ganz wichtig. Ja, ist gut fürs Gleichgewicht. Hm? Dass man nicht dabei umfällt und so, ne? Guck mal, die schwangere Mama. Tanzt mit ihrem Sohnemann. Oh, ist das süß. Ich finde das voll goldig. Mit den beiden da. Halt, nee, falsche Richtung. Ich krieg das wieder nicht hin. So, oh. Jetzt hab ich dich hinter dem Busch da. Ach Gott. Egal. Hilfe, raus. Gut, ja. Kira hat geduscht. Sehr schön. Dann kannst du, was auch immer, das eben wieder für eine Musik war, wieder was schreiben. Du schreibst mal, was könnten wir denn mal machen? Kurzgeschichten wieder. Sachbuch, Romantik, Poesie. Ein verspieltes Buch, ein trauriges Buch, ein Trainingshandbuch. Nö. Also Science Fiction könnten wir auch mal schreiben. Komm, mach mal einen Science Fiction Roman. Genau. Da fällt dir bestimmt irgendwas dazu ein. Hm. Und unsere zwei, die da rumtanzen. Habe ich die anderen eigentlich fleißig arbeiten geschickt? Ja, kommt. Ihr könnt auch mal wieder Kollegenkontakte knüpfen. So. Warte.
Wo willst du hin? Was hast du vor? Ins Bett. Nee, 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 nee. Das nicht. Du gehst hier bitte mal. Du kriegst jetzt noch mal Essen. Was geben wir ihm denn heute? Ein Sandwich, Schinkenkäse-Sandwich. So als Abendbrot ist das genau richtig. Komm, dann gib ihm noch mal, bevor er ins Bett geht. Aliens brauchen keine Sonnenbrillen. Ja, sein Science-Fiction-Buch von, genau, das klingt gut, von Kira Sommer. Sehr schön. Er macht das mal. So, weil dann ist er nämlich wirklich müde und kann dann auch schön ins Bett gebracht werden. Nee, 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 nicht ins Bett. Nein, 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 nicht ins Bett. Hier, guck mal, es gibt was zu essen. Ach, Junge. Immer muss man hinter dir herrennen. Das ist ja wie bei echten Kindern. So, ich muss mal gucken, was Tobias macht. Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut. Oh, der steht da voll in der Badehose und angelt sich eins. Wow, Level 9 der Schreibfähigkeit erreicht. Sehr schön, Kira. So, du kannst mal gerade hier diesen Stein da abgraben. Und dann geht's aber auch wieder zurück nach Hause. Wo wohnen wir? Wo wohnen wir? Moment, ich bin falsch. Hier, da. Genau. Ja, Candy Bär interessiert mich jetzt nicht. Hau ab. So, und dann gehst du hier verwenden und kannst eine erfrischende Dusche nehmen oder sowas mal. Genau. Sie ist am Schreiben. Er ist am Essen, hoffe ich mal. Noch nicht, okay. Er ist noch nicht am Essen, aber hoffentlich gleich. Und du, was hast du dir denn da genommen? Was ist das? Pfannkuchen, ne? Ja, deine komischen Sachen waren jetzt nicht so lecker. So, kann er sich das jetzt nehmen einfach? Ach, so geht's auch. Okay. Wir müssen ihn gar nicht unbedingt in diesen Stuhl packen. Boah, ist ja gut, ne? Ah, ich muss mal gucken. Ja, genau. Räum das auch bitte wieder auf. Und das mit ihm spielen mache ich mal weg, weil da sie ja gerade schwanger ist, geht das eh nicht. Was möchtest du auch ehrenamtlich tätig werden? Ah, guck. Da ist ja noch jemand, der das gerne möchte. Was machst du denn jetzt? Säubern. Danke. Das ist aber nett von dir, dass du hier was säuberst. Das ist aber lieb. Sodele. Und da kommen die ersten wieder nach Hause. Stefan hat 513 Simoleons mit nach Hause gebracht und außerdem tolle Arbeit geleistet. Stefan, das ist schön, dass du das gemacht hast. Och, und er braucht wieder dringend Spaß. Und, ja, Was ist denn das? Habe ich immer noch das Spionieren da drin? Ach komm, die tun wir mal weg, die Spionage. Kleinkind beibringen zu tanzen? Ich weiß nicht. Ich kann es mal anklicken. Und er möchte auch ehrenamtlich tätig. Also ich glaube, das mit dem Ehrenamt müssen wir demnächst mal machen. Wenn das so viele wollen, dann ist das ja gut. Dann kannst du mal gleich reinkommen. Kannst mal nach deinem süßen kleinen Fratz hier gucken und mal den Tag verschönern. Ja, genau. Verschöner ihm mal den Tag. Und rede mit ihm über den Tag. So, und Fiona. Fiona ist auch unspaßig. Nee, du musst jetzt nicht mit dem reden. Du hast Hunger. Du könntest dir doch mal so eine von diesen Brotstangen schnappen oder so. Deine Mama hat gekocht, gebacken. Die sind bestimmt leckerer als alles andere. Nimm dir da mal was. Und dann kannst du vielleicht hier ein bisschen Kanal schauen, Nachrichten oder so dabei. Keine Ahnung. So. Ist er noch am Spielen? Er ist noch am Spielen. Ja, er könnte natürlich auch mal ein bisschen Brotstange essen. Das ist auch gut, ja. Kommst du mal her? Isst du auch so eine Brotstange? So. Und kannst ja vielleicht mit deiner Liebsten mal ein bisschen nach dem Tag fragen und so weiter. Ja, das können wir alles mal machen hier. Nach Tag fragen und keine Ahnung was noch, über gestresste Stimmung reden. Ja, genau. Redet mal über gestresste Stimmungen. Was machst du? Nee, halt, du da. Hallo. Ach so, er ist noch am Essen. Ja, und den müssen wir unbedingt. Gut. Okay, warte. Dann ab mit ihm ins Bettchen. Das darf jetzt der Papa mal machen, ne? Jonas in den Schlaf lesen. Genau, das machen wir. Hör mal auf zu quatschen, macht das direkt, der arme Kerl, sonst stirbt
stinkwütend. Er ist ja jetzt schon wütend, ne? Also ab damit ins Bettchen. Och, was denn jetzt? Und er steht auf, backt sich darüber und bricht alles andere ab. Ich hasse es. Ab in den Schlaflesen, habe ich gesagt. Oder geht das nicht, weil du gerade selber so angespannt bist? Nö, ne? Komm, ab mit ihm ins Bett. So, hier wird geredet, hier wird trainiert mal wieder. Ja, Donika in ihrem Element, sage ich da nur. Denk dran, du bist schwanger. Mach nicht so viel, Mädel. So, ich glaube, das reicht dann auch schon wieder, ne? Ich weiß, du willst dich fit halten, willst nicht aufgehen wie so ein... was auch immer. Kira schreibt noch. Ach, und Tobias ist wieder am Bauen. Ja, das ist schön. Und holt sich was zu essen. Okay. Ja, und du willst was? Einen Frosch sammeln oder... oh, cool. Okay, neuen Frosch. Und was willst du hier? Schelmisch zu Steffen sein. Okay, kannst du haben. Der sitzt hier irgendwo. Hier, guck mal. Kannst du mal schelmisch sein, Unfug, zur falschen Party einladen oder so. Wo hast du jetzt dein Essen hin? Du hattest doch eben noch Essen in den Finger. Ach, es ist verdorben. Ja. Oh, und da ist schon wieder was kaputt. Oh, Leute, ehrlich. Ich weiß nicht, ist es jetzt da drin gelandet? Ich muss mal ganz kurz was machen. Stopp, Pause. Okay, gut. Gerade noch rechtzeitig auf die Uhr geguckt. Hä? Okay, dann nimm dir doch hier bitte noch etwas zu essen, was man auch essen kann. Weißt du? Also hier vielleicht nochmal... nee, du bist, musst dich auch nicht erbarmen hier mit dem Zeug. Du kannst da nochmal Brotstange knabbern. Das ist lecker. Hm. Oder zumindest normal. So, Donika hat sauber gemacht. Oder was habt ihr da geschafft? Ich weiß es nicht. Was machst du? Pinnwand lesen. Lesen oder lehren? Lesen. Okay, ja, les mal die Pinnwand. Wenn du schon da oben bist, kannst du dann auch gerade auf Toilette gehen. Der Kleine schläft, das ist wunderbar. Verwenden. Und dann kannst du, ja, was können wir denn mit dir noch machen? Du möchtest deinen Schatzi küssen. Jo, sollten wir auch mal wieder für sorgen, ne? Ach, jetzt haben wir ja die Dinger was machst du denn jetzt hier, Mensch? Stefan, also ehrlich, geht ja mal gar nicht so. Ihm geht's noch gut, ne? Okay, er hat Videospiele abgeschlossen, aber er braucht noch das höhere Level. Und er wollte doch malen. Komm, dann geh du mal malen. Das ist doch mal eine Idee. Und so haben wir die ganzen Sachen hier. Mal mal ein klassisches Gemälde. Fang mal klein an. Kannst dich ja nach groß arbeiten. So, ihr geht's wieder gut. Und was wollte sie mit ihm? Achso, sich verloben. Ha, wir brauchen echt mal mehr Zeit. Grausam einfach. Nur es ist so grausam. So, dann kommst du jetzt mal hier hin und, ach, verbessert hatten wir ja, genau, großen roten Knopf. Nein, nein, den tun wir nicht machen. Wir synthetisieren mal wieder was. Und zwar, ach, was hätte ich denn gern? Ja, das füllt die Bedürfnisse von den Sims, das hatten wir gemacht. Rot und heiß, da werden sie böse. Nein, das wollen wir nicht. Kokett, okay. Nee, den hier, den simplifizieren wollte ich mal, damit man dünner wird. Das wollte ich doch auch mal ausprobieren dann. Das machst du jetzt mal, Mädel. Komm. Und, Stefan, was machst du denn jetzt? Oh, Junge. Haben wir nichts anderes zu essen für dich? Musst du jetzt grillen oder was? Machst du denn da Schönes? Hamburger oder so? Die sehen aus, als hättest du die gerade aus der Tiefkühltruhe geholt. Egal, ich muss jetzt den roten Knopf hier drücken, sonst überziehe ich wieder. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!